So. Hui, hui. Schreck. Hier könnt ihr jetzt die Charakterklasse auswählen. Es gibt 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene. Das hier ist demnächst verfügbar. 7 verschiedene Klassen. Beginnt mit dem Trickster-Schurken. Als Meister der Tarnung und Ablenkung. Ah, als Meister der Tarnung und Ablenkung sucht sich der Trickster-Schurke unbemerkt seinen Weg auf dem Schlachtfeld und schlägt mit einem Dolchpaar aus dem Verborgenen zu. Seine Eigenschaften im Nahkampf zuzuschlagen und sich sofort wieder zurückzuziehen, verursachen bei Feinden in einem Angriffstornado massiven Schaden. Hier haben wir einmal Unsichtbarkeit. Drückt was auch immer, um Unsichtbarkeit zu aktivieren und euch kurzzeitig unbemerkt fortzubewegen. Im Schatten versteckt habt ihr Kampfvorteile gegenüber Zielen, die euch nicht wahrnehmen, sodass eure Begegnungskräfte neue Wirkung erzielen. Beim Sprung nach hinten bleibt ein Lockvogel zurück. Feinde in der Nähe greifen anstatt euch diesen an. Das ist sehr, sehr genial. Das kann ich euch nachher auch zeigen im Let's Play. Es gibt so einen Schritt. Da macht man so einen richtig weiten Sprung zurück. Und dann bleibt, wie hier beschrieben, so ein Lockvogel vorne zurück, den die Feinde dann angreifen. Das ist sehr genial. Ihr haltet einen Aktionspunkte zu gewinnen, wenn der Lockvogel von einem Feind getroffen wird. Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeitsmaß wird aufgefüllt und die Unsichtbarkeit selbst nicht aufgehoben. Wow. Blutbart. Ihr attackiert eure Feinde blitzschnell, sodass sie euch nicht ins Ziel nehmen können. Oh, Diebstahl. Diebstahl klingt sehr gut. Für mich zumindest. Ihr könnt Fallen aufspüren und entschärfen, sodass ihr nicht mehr stecken bleibt oder Schaden erleidet. Ihr könnt zudem Artefakte sammeln, ups, um sie als besonderes Diebesgut zu verkaufen. Oh, das klingt so gut, aber ich bin kein Nahkämpfer. Ich bin absolut kein Nahkämpfer eigentlich. Oh, das ist böse. Glaubenskleriker. In ihren schönen weißen Gewändern. Also eigentlich eher was für die Halbelfen, wenn ich ehrlich bin. Der Glaubenskleriker ist ein hingebungsvoller Heiler, entschlossen, Verletzungen zu vermeiden, Gesundheit wiederherzustellen und mit Glaube an das Göttliche. Durch die Kombination aus Gebietskontrolle und gerechtem heiligen Schaden kann er das Schlachtfeld zu Disziplin zwingen. Präzise Zonenplatzierung und strategische Berechnung sind notwendige Eigenschaften in einem Glaubenskleriker. In einem Glaubenskleriker, genau. Boah, das ist immer eine Menge Text. Ich würde sagen, ich lese nicht alles vor. Also das hier, das wird, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn ich das wirklich alles vorlese. Wenn ihr euch für die Klasse interessiert, dann kann ich das hier ganz kurz einblenden. Ihr macht jetzt kurz auf Pause und dann könnt ihr euch das gerne durchlesen. Also ich werde jetzt nicht alles hier vorlesen. Das ist, glaube ich, am Ende ein bisschen sehr lang. Flammenschlag, ist okay, kann ich machen. Eine aus dem Boden schießende Säule aus heiligem Feuer stößt eure Ziele nach oben, um dann auf ein größeres Gebiet in sich zusammenzufallen. Und Religion. Ihr könnt mit religiösen Objekten interagieren oder Artefakte sammeln, um diese dann zu verkaufen. Okay, nicht schlecht. Taktischer Magier. Das sieht sehr genial aus, wäre aber eher was für die Sonnenelfen, so wie es aussieht. Taktische Magier nutzen mächtige arkane Energien zum Einschränken, Zermalmen und Schwächen ihrer Feinde. Bewaffnet mit einer magischen Sphäre sind sie in der Lage, eine wahre Schadensflut zu entfesseln und mit Eis und Energien die Bewegung ahnungsloser Kreaturen einzuengen. Magisches Geschoss, ihr deckt euren Feind, was? Ihr deckt euren Feinden mit einem Ausbruch arkaner Geschosse. Okay. Punkt. Der dritte Angriff trifft dreimal und kombiniert arkane Meisterschaft. Kältebolzen, ihr schleudert einen gigantischen Eiszapfen auf euren Feind, durch den er kurzzeitig betäubt und mit Kälte belegt wird. Arkane Singularität. Er schafft eine mächtige Singularität, die alle Ziele im weiten Umkreis einsaugt, kombiniert nach dem Wirken arkane Meisterschaft. Und Arcana, ihr könnt gesammelte magische Gegenstände verkaufen oder damit interagieren, wodurch ihr oftmals Boni auf eure Kampffertigkeiten behaltet. Also im Endeffekt ist der letzte wahrscheinlich immer irgendwas, was man sammeln kann. Wuhu! Das ist meine Klasse, Leute. Der Waldläufer. Der wachsame Waldläufer. Waldläufer stehen zwischen Zivilisation und Wildnis. Dies spiegelt sich in ihrer Kampffähigkeit, in ihren Kampffähigkeiten wider. Sie verstehen sich auf den Kampf mit Bögen und mit zwei Klingen und ergänzen dies durch ihr Wissen von der urtümlichen Magie. Das ist einfach so eine Allround Megaklasse, das ist einfach meine. Das ist so geil. Drückt, um zwischen Fernkampfhaltung und Nahkampfhaltung zu wechseln. Eure frei verfügbaren Kräfte und Begegnungskräfte haben je nach Haltung unterschiedliche Wirkungen.
Der behindernde Schuss feuert zwei Pfeile auf die Schienbeine, die das Ziel mit schwachen, greifenden Ranken verlangsamen. Diese Kraft hält drei Aufladungen. Hat drei Aufladungen. Der behindernde Schlag trifft die Knöchel des Ziels und verursacht starke, greifende Ranken. Und die Natur. Ihr seid mit der Natur vertraut und verfügt über Fähigkeiten, die euch das Reisen durch die Wildnis, das Erkennen von natürlichen Gefahren und die Nahrungssuche erleichtern. Perfekt, oder? Vernichtender Hexenmeister. Das ist eher so eine Tiefling-Klasse, glaube ich. Um es frei herauszusagen, ihr wollt Schaden verursachen. Zäher als andere Hexenmeister verfügt ihr sowohl über Kräfte, die euch bei Angriff und Verteidigung im Nahkampf zugutekommen, als auch über hervorragende Fernkampfangriffe. Hexenmeisterfluch. Ihr belebt euer Ziel mit einem Hexenmeisterfluch, der dessen erlittenen Schaden um 20% erhöht. Ihr könnt euren Hexenmeisterfluch auf bis zu drei verschiedene Ziele platzieren, doch wird der Schadensbonus auf die Ziele aufgeteilt. Viele eurer Kräfte haben zusätzliche Eigenschaften, wenn sie auf verfluchte Ziele wirken. Vampirische Umarmung. Ihr entzieht dem Ziel Lebensessenz und wandelt 75% dieses Schadens in Trefferpunkte um. Das heißt also, ihr könnt jemanden angreifen und der Schaden wird zu 75% euren Lebenspunkten wieder zugerechnet, wenn ich das richtig verstehe. Das finde ich cool. Fluchtkontrolle, ihr erhaltet doppelt so viele vorübergehende Trefferpunkte, wie ihr Leben entzieht. Der Fluch wird dabei verbraucht. Cool. Brut von Hadar. Ihr überwältigt das Ziel mit Schatten, die es festhalten, und finsteren Kreaturen, die um es herum erwachen. Ziele in der Nähe erleiden verringerten Schaden durch diesen Angriff. Alle betroffenen Ziele werden verlangsamt durch diese erwachten Schattenkreaturen angegriffen. Hier ist ebenfalls das Arcana. Wo, glaube ich, auch derselbe Text steht wie bei den Klerikern, taktischen Magiern, so. Zweihand-Waffenkämpfer. Wahrscheinlich so eine absolute Tankklasse. Sieht ein bisschen nach Drachengeborenen aus. Aber es sind, wie gesagt, alles nur Vermutungen. Also es muss jetzt nicht stimmen, was ich hier erzähle. Der Zweikampf-Waffenkämpfer ist eine unaufhaltsame Wand aus Schaden und Stahl, geschult darin, durch perfekten Einsatz des Gewichts eines Zweihänders alles in seinem Weg zu beseitigen. Als Inbegriff der Stärke ist der Zweihandwaffenkämpfer außerdem widerstandsfähig genug, bei Bedarf seinen Verbündeten zu verteidigen. Sprint erhöht die Bewegungsrate, um Feinde zu jagen oder ihren Angriffen auszuweichen. Beim Sprinten werden vorübergehend bewegungsreduzierende Wirkungen ignoriert. Strafender Angriff. Schnell durch Feinde vorwärts stürmen und diesen dabei Schaden zufügen. Nice. Stahllawine. Hört sich hart an. Nach einem Sprung in die Höhe landet ihr mit solch erdrückender Kraft, dass eure Feinde zum Boden geworfen werden. Und Gewölbekunde. Ihr könnt Geheimtüren entdecken und auslösen, Fallen aufspüren und Artefakte für den Verkäufer sammeln. Cool. Und noch der beschützende Kämpfer mit Schild und Schwert. Der beschützende Kämpfer ist ein mutiger Recke, Meister defensiver Manöver und erfahren im Nahkampf. Und Handgemenge. Schwere Plattenrüstung und ein Schild machen ihn zum Fels auf dem Schlachtfeld, während er mit zuverlässigem Langschwert und fokussierender Aggression eine Schneise durch im Weg stehende Feinde bahnt. Ihr blockt 80% des gesamten von vorne eingehenden Schadens auf Kosten eurer Ausdauer ab. Außerdem wehrt die Kontrollwirkung wie Benommenheit oder Betäuben ab. Sport. Er kann es sich leisten. Ihr verhöhnt umstehende Feinde, wobei ihr sie zum Angriff auf euch verleitet und sie dabei markiert. Stellt innerhalb von 8 Sekunden 15% eurer Stamina wieder her. Stamina? 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 Keine Ahnung. Also das ist definitiv der Tank. Kämpfererholung. Durch Selbstkontrolle erhaltet ihr Vitalität für den nächsten Kampf und vorübergehende Heilung in Höhe eines großen Anteils eures ausgeteilten Schadens. Und ebenfalls die Gewölbekunde. So. Jetzt haben wir alle Klassen durch, das hier ist demnächst verfügbar, kann ich auch dementsprechend nicht anklicken und wie ihr euch vielleicht denken könnt, werde ich definitiv den Waldläufer nehmen. So, jetzt kommt was, was definitiv irgendwas mit Dungeons & Dragons zu tun hat, was ich demnach auch irgendwie nicht so ganz verstehe. Hier werden Attributwerte ausgewürfelt, sozusagen. Hier kann man den Rassenattributsbonus nochmal auswählen, entweder hier hat man... bin ich jetzt blöd? Geschick und Intelligenz. +2 jeweils. Oder man kriegt Geschick und Weisheit. Jeweils +2.
Also Geschick ist auf jeden Fall immer was, was wichtig ist beim Waldläufer. Denn Geschick gibt an, wie gut Hand-Augen-Koordination, Agilität, Reflexe und Gleichgewicht sind. Die Weisheit gibt an, wie intensiv Verstand, Wahrnehmung, Selbstdisziplin und Mitgefühl sind. Was auch immer mir das bringt. Die Intelligenz gibt an, wie schnell der Charakter lernt und schlussfolgert. Dementsprechend finde ich das mit Geschick und Intelligenz eigentlich sogar ganz gut. Jetzt steht hier, das Primärattribut ist Geschick. Die Sekundärattribute sind Weisheit und Stärke. Dementsprechend, wenn man es neu würfelt, kann man die Attributwerte auch neu verteilen. Dann sind wir hier bei 17, hier bei 15 und hier bei 13. Ob die hier sich verändern, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Doch, die verändern sich auch. Dementsprechend, ja. Das finde ich jetzt allerdings alles nicht so wahne. Konstitution gibt an, wie intensiv Gesundheit, Ausdauer und Lebenskraft des Charakters sind. Okay, also ich würde sagen, die Verteilung finde ich recht gut. Also hier hat sich jetzt gar nichts verändert. Das hat sich immer nur hier verändert, glaube ich. Dementsprechend werde ich diese Attributwerte jetzt auf jeden Fall nehmen. Achso, dann kann ich auch noch die anderen, by the way, vorlesen. Stärke gibt an, wie gut die körperliche Kraft des Charakters entwickelt ist. Was hatte ich noch nicht? Konstitution hatte ich jetzt gerade. Und Charisma gibt an, wie stark Persönlichkeit, Überzeugungskraft und Führungsvermögen ausgeprägt sind. Ist bei mir jetzt nicht so Wahne, aber brauche ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch gar nicht. So, jetzt komme ich endlich dazu, meinen Charakter anzupassen. Nachdem man so furchtbar viel gelesen und nachdem man so unglaublich viel gelesen hat und sich irgendwie einarbeiten musste. Kann man jetzt endlich anfangen, seinen Charakter anzupassen. Hier kann man so eine Art Voreinstellung wählen. Man kann aber einfach auch direkt auf Anpassen gehen. Dann kann man seinen Charakter automatisch direkt anpassen, sozusagen. Dreh dich mal ein bisschen, bitte, danke. Hier kann man das Gesicht erstmal ganz grob einstellen. Ich muss zugeben, gealtert finde ich bei Elfen immer blöd. Grob auch, also jung finde ich immer ganz gut. Das Problem ist, es gibt kaum ein junges Gesicht, das mir wirklich gefällt. Im Endeffekt auch eigentlich vollkommen egal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das am Ende mit drin lasse. Ich glaube, ich schneide das einfach raus. Die sind alle so dick. Ne, ich nehme das hier. Das ist ein Elfengesicht. Haare. Ganz, ganz wichtig. Nichts ist wichtiger als die Haare bei einem Elfen. Einer Elfin. Hallo, drehst du dich bitte? Danke. Ja, das sieht komisch aus. Hier ist so ein Zacken in den Haaren drin. Das ist komisch. Sowas ist für den Kampf auch nicht gerade förderlich. Ja, schon besser. Ich muss zugeben, so... Sehr gut. Das sind eher Ork-Frisuren, das hat doch nichts mit Elfen zu tun. Hier sowas Wuseliges ist auch sehr genial. Nee. Also wenn, dann soll sie schon ordentlich aussehen. Nicht so halbwegs ordentlich. Oh, ein Pferdeschwanz. Oh, das ist gar kein Pferdeschwanz. Hupsi. Das hier sind auch zwei Pferde. Gibt es nicht einen ganz normalen, einfachen? Ja, danke schön. Aber ich hätte ganz gerne einen, wo die Haare vorne so ein bisschen weiter offen sind. Gibt's nicht. Okay, ist schön. ich würde sagen, dann nehme ich eins von diesen... Ja, das sind eher Männerfrisuren. Ich nehme einfach eins von diesen zusammengeknoteten. Hier, was ist damit? Na, sieht komisch aus. Das war, glaube ich, ganz okay. Das? Nee, das war auch komisch. Das hier sind so Rasterdinge, ne? Nee, ich nehme das. Das ist schön. Warum kann ich jetzt hier zwei Farben auswählen? Also das ist die primäre Haarfarbe, das habe ich jetzt wohl verstanden, aber... was ist das denn jetzt? Auch Haarfarbe. Hä? Bin ich jetzt blöd? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Okay, Ich würde aber sagen, ich mache beides auf die rote. Das
finde ich ganz cool. So richtig schön feuerrote Haare. Sehr auffällig, aber was soll's. So, die Augen. Hier gibt es jetzt keine Pupille. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Winzige, kleine, große, mittlere, große. Ist alles komisch. Ich habe die mittlere sonst immer genommen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier gibt es noch blind. Blind nur auf einem Auge. Verletzt. Sieht ein bisschen hart aus. Verletzt auf einem, verletzt auf beiden und so weiter. Blind mit verletzt gepaart. Aber ich nehme immer noch die mittlere. Und die Augenfarbe ist ganz wichtig. Ich nehme am liebsten immer so ein richtig schönes, leuchtendes Blau. Das ist geil. Augenbrauen. Natürlich. Fein. Ach, bei denen gibt es sogar nur fein, glaube ich, ne? Das finde ich ganz gut. Nehme ich. Achso, Farbe dementsprechend natürlich auch. Der Haarfarbe entsprechend. Okay, hier gibt es jetzt Tätowierungen. Das Problem ist, ich hätte ganz gerne irgendwas Dezentes, irgendwas Unauffälliges. Das ist eigentlich ganz okay hier. Ja, ist schon wieder zu viel. Was ist hier mit? Ah, das geht auch noch. Also, wie gesagt, ich hätte gerne irgendwas Dezentes, irgendwas nicht ganz so furchtbar Auffälliges. Weil, ich so richtig auffällige Tätowierungen immer ganz, ganz schrecklich finde. Also entweder ich nehme das oder ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das. Das ist ganz cool. Dann sollte ich die Farbe nur noch ändern. In einem Rot wie ihre Haare. Oder vielleicht in Grün? Nee, in Grün sieht komisch aus. Wie wär's mit Schwarz? Blau? Ich nehme es mal in Rot. Narben hat sie natürlich keine. Die Gesichtsmaße kann man jetzt natürlich auch nochmal explizit einstellen, aber ich finde, sie ist so ganz hübsch. Die Körperform ist auch noch wichtig. 11 Standard, 11 schwer oder 11 schlank. Elfen müssen schlank sein, immer. Körpermaße kann man jetzt, wie gesagt, auch nochmal explizit einstellen. Werde ich aber nicht tun. Einfach weil und so. Mir das Ganze sonst viel, viel zu lange dauert. Jetzt kommen wir zur Charakterherkunft. Wem das Ganze zu langweilig wird, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich dachte, das muss einfach mal irgendwie quasi zu einem Let's Read, Let's Show zusammengefasst werden, weil es einfach so unglaublich viel gibt. Ich werde das hier aber zu einer expliziten Folge, also das wird eine extra Folge sein. Weil das wirklich unglaublich viel Text ist und auch mit dem Götterglauben, es ist unheimlich viel vorzulesen. Da werde ich eine extra Folge draus machen. Und ich würde sagen, die Folge hierzu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn ich es bis dahin hochgeladen habe. Ich hoffe es auf jeden Fall. Da werde ich dann alle Orte einmal durchgehen, vorlesen, was es damit auf sich hat, weil hier unten kann man dann auch nochmal auswählen, welche Herkunft ganz genau der Charakter haben soll. Und es ist unglaublich viel, wirklich. Es ist wirklich unglaublich viel. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter. So, hier sehen wir jetzt meine komplette Auswahl. Für all jene, die diesen Zwischenteil mit den Herkunftsländern und dem Götterglauben jetzt noch nicht gesehen haben, ich musste natürlich auch für meinen Charakter etwas auswählen, habe mich für Grey Vale entschieden. Das ist quasi eine Waldlandschaft, die... Ach ja, kann man hier lesen. Bin ein Waldjäger und habe mich für den Gott Sylvanus entschieden, der hauptsächlich von Waldläufern angebetet wird und so weiter. Hier kann man noch eine richtige Charakterbiografie erstellen, das heißt, ihr könnt eurem Charakter eine richtig feste Hintergrundgeschichte geben und, wie es natürlich nicht anders sein darf, euer Charakter braucht noch einen Namen. Ihr könnt hier einen Charakternamen eingeben oder ihr könnt einen zufälligen Charakternamen bekommen. Dann heißt ihr zum Beispiel Valna Starkingwolf oder Shava Silendret. Und solche Namen werden euch dann Tia Duskwalker. Solche Namen werden euch dann dahin geschubbert. Ich werde jetzt allerdings versuchen, diesen Namen zu nehmen, natürlich. Und es hat funktioniert.
Hört ihr mich? Geht es euch gut? Zum Bewegen werden die WASD-Tasten verwendet. So, und da ich jetzt aber das Let's Play noch nicht anfangen möchte und das Ganze in einem ersten Part anfangen möchte, das Ganze war ja jetzt das Let's Show. Und dementsprechend möchte ich mich sehr, sehr, sehr dafür bedanken, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Und wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Extra-Part zu den Herkunftsländern und zu dem Götterglauben. Warum auch immer ich daraus einen Extra-Part gemacht habe, aber es war einfach unglaublich viel Text, den man da vorlesen musste. Und deshalb der Extra-Part. Ich bin mir auch sicher, dass dieses allgemeine Let's Show jetzt in zwei Parts aufgeteilt wurde, weil ja auch die Charaktererstellung und der ganze Kram noch dazu kam. Aber wirklich, vielen, vielen Dank, dass ihr euch das alles angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen zugesagt. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen einen Eindruck davon gegeben, wie umfangreich dieses Spiel eigentlich ist. Ich finde es unglaublich interessant. Ich finde es unglaublich genial, dass man seinen Charakter hier so en Detail durchstrukturieren kann und ihm so eine unglaubliche Biografie geben kann. Ja. Und wie gesagt, im nächsten Part wird es dann auf jeden Fall mit dem Game losgehen. Ich werde das immer so in 15-Minuten-Parts halten, wenn möglich. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem Let's Play weitergeht. Dann lasst mir unten in den Kommentaren gerne eure Meinung da. Wenn ihr das Spiel auch spielt, dann könnt ihr mir das ja auch gerne mal schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich Mitspieler finde, die mir das ganze Spiel ein bisschen näher bringen, weil ich habe da jetzt noch nicht so furchtbar viel Ahnung von. Und ja, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Infos und Links drin. Und dann geht's beim nächsten Mal richtig los mit Neverwinter. Bis dahin. Ciao.